Heftig! Das Löwenbaby biss seinem Vater in den Schwanz. Was dann geschah, lässt sich nicht in Worte fassen. Tiere sind nicht nur äußerst schön, sondern auch unglaublich amüsante Wesen. Beim Beobachten fällt oft auf, dass sie sich eigentlich gar nicht so sehr von uns Menschen unterscheiden. Die Fotos in diesem Video werden dies noch deutlicher zeigen. Ein Löwenbaby verhält sich genauso sorglos wie alle kleinen Kinder. Gleichzeitig ist der Papa unglaublich streng und übernimmt die Rolle des Familienoberhaupts. Die Löwenmutter hingegen, die immer bereit ist, ihr Baby zu verteidigen, erscheint ebenfalls stark und es bleibt immer noch fraglich, wer tatsächlich das Familienoberhaupt ist. Diese Fotos wurden im Washington Zoo aufgenommen, wo eine Löwenfamilie vor den Kameras menschliches Verhalten zeigte. Eine Situation, die für menschliche Familien durchaus typisch ist. Doch was ist eigentlich passiert? Schauen Sie sich diese Fotos an. Es zeigt uns mehr als 1000 Worte. Das kleine Löwenbaby war offensichtlich in verspielter Stimmung und näherte sich seinem Vater von hinten, um ihn leicht in den Schwanz zu beißen. Doch offensichtlich hatte der Löwenpapa keine Lust auf das Spiel. Und es war klar, dass sein Sohn seine ernsten Gedanken störte. Also beschloss der Vater, seinem Kind eine Lektion zu erteilen, damit es lernte, was gute Manieren sind. Aber das war nicht nötig. Gerade rechtzeitig, als der Löwen seinem Kind eine Lektion erteilen wollte, tauchte die Löwenmutter auf. Wie jede Mutter es tun würde, kam sie sofort zur Eile, um ihr Kind zu beschützen. Dem Vater gefiel das nicht. Was das kleine Löwenkind betrifft, fühlte es sich großartig, als wäre nichts passiert. Es ist schön, eine liebende Mutter zu haben, die ihr Kind schützt, selbst vor einem strengen Vater. Diese unglaublichen Bilder zeigen uns zweifellos, dass Tiere und Menschen oft ähnliche Dinge machen. Zum Beispiel, wie ein kleines Löwenbaby mit seinem Papa spielt oder die Löwenmama schnell kommt, um ihr Baby zu beschützen. Das zeigt, dass wir Menschen und Tiere uns manchmal ziemlich ähnlich verhalten. Eine unglaubliche Aktion, nicht wahr? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Und um keines meiner Videos mehr zu verpassen, aktivier doch gerne die Glocke und schau dir auch gerne meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal.